Hallo, liebe Freunde der Rhein-Ruhr-Wolker. Wir sind heute wieder einmal auf Tour und sind nach Herten zum Wasserschloss gefahren. Hier zeichnet sich besonders die Narzissenblüte aus, die auch in vielen Reiseführern und Prospekten erwähnt wird. Wir wollen uns heute diese schöne Anlage hier betrachten und wollen dann auch quasi noch mal einen kleinen Rundgang machen, wozu wir uns dann gleich auch weiter noch zu Wort melden. Hier haben wir nun Narzissen, ziemlich so weit das Auge hier reicht, natürlich bis zum Schloss, aber auf der anderen Seite sind auch noch welche. Und das sieht natürlich toll aus hier, wenn das alles so blüht und in wahrer Frühlingspracht ist, wenn man so das so bezeichnen kann. Hier am Schloss ist natürlich eine Menge los, sind einige Leute, weil es ist ja heute auch ein Wochentag und die schlosseigene Kapelle ist hier auch, die kann man dort sehen. Und dort drüben werden wir gleich auch rübergehen, wo dann der Eingang zum Wasserschloss ist. Jetzt kann man natürlich ganz deutlich hier die Kapelle sehen und im Moment hat man noch freien Blick, da die Bäume jetzt noch wenig oder keine Blätter haben. Aber das wird sich wohl in den nächsten Wochen ändern. Hier vor dem Schloss sieht man eine voll in Blüte stehende Sternmagnolie. Die werden wir jetzt gleich aus der Nähe betrachten. Heute sind wir wieder on Tour, ne? Ja. Ja. Schloss Herten bei schönem Sonnenschein. Oh, die riecht richtig. Jede Menge Blütenstaub wahrscheinlich. Gut für Allergiker. Die Gänse sind auch wieder draußen. Ja. Schöne Arkaden hier auf dem Schlossinnenhof. Das ist natürlich jetzt hier der Innenhof von dem Schloss, ne? So. Ein Fischreiher dort, der gerade wohl auf der Jagd ist. Steht da ganz angespannt, aber anscheinend tut sich da nichts.
Hier ist der Graben hier von dem Schloss. Das ist ja ein Wasserschloss, deswegen muss ja auch ein Graben drumherum sein. Es ist eine Runde um das Schloss gemacht und wir finden uns jetzt auf der Rückseite. Es ist natürlich auch sehr schön hier und man merkt aber allerdings auch, dass man hier im Ruhrgebiet ist und den Kohlenpott sozusagen. Aber trotzdem ist diese grüne Oase, die sich hier befindet, doch sehr bemerkenswert. Hier ist eine schöne Kastanienallee, die sich jetzt hier auf dieser Seite befindet hier. Und natürlich im Vordergrund steht natürlich immer das Schloss Herten, das wir ständig hier auch mit dem Objektiv einfangen. Schön heute. Ja. Tolles Wetter wieder. Aber wie lange? Am Wochenende wird dann noch voll dran. Vielleicht. Ja. Jetzt gehen wir natürlich wieder auf die Ausgangsposition zurück, wo diese großen Wiesen sind mit Narzissenblüten. Hier nochmal das Wasserschloss Herten. Und jetzt hier nochmal die vielen Narzissen. Ich hoffe, dass man die auch auf dem Video gut erkennen kann. Ich kann ja nochmal näher rangehen, dass man welche aus der Nähe sieht. Also wer nicht weiß, also das sind so Narzissen. Mal so ganz kurz diese Perspektive wählen hier. Ist vielleicht auch ganz interessant. Und wie gefällt dir jetzt unsere Narzissenwanderung hier? Schön. Herrlich. Ja. Und hier zu bleiben. Ja. Das war nun unser Rundgang hier um das Wasserschloss Herten mit der Narzissenblüte, die jetzt auch hier im Hintergrund noch wieder zu sehen ist. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr kommt vielleicht doch mal bei den Rhein-Ruhr-Walkern mit on Tour, wenn wir so unsere Sonntagswanderung machen. Vielleicht ist ja auch für euch etwas dabei, was euch gefällt und was euch Freude macht. Wir freuen uns schon darauf, wenn auch du kommst und wenn wir uns kennenlernen.